So, Freunde, herzlich willkommen zu einer Fix-and-Flip-Wohnung von uns. Hier 2,5 Zimmer in Bad Rappenau haben wir gekauft und sind wir gerade mitten in der Sanierungsphase. Ich stelle euch jetzt mal die Wohnung so ein bisschen vor und erläutere auch was zu den Kosten. Hier haben wir vor, die Wohnung so qualitativ hochwertig wie möglich zu sanieren. Also so ein gutes Niveau haben wir noch nie eingebaut. Hier wird es richtig, richtig high-end. Let's go! Wir haben hier eine Kombination gehabt aus Eigenleistung und aus Fremdleistung. Wie man sehen kann, ist noch der Weg noch ein langer, bis wir fertig sind. Also es sieht so aus zumindest, aber wird wahrscheinlich noch 2 bis 3 Wochen dauern. Es gab ein paar Lieferengpässe in letzter Zeit und dementsprechend haben wir schon vorgesorgt und uns einiges an Material aufs Lager gelegt. Was haben wir hier gemacht? Erstens gekauft. Zweiter Step war Entkernung haben wir entkernen lassen, Kostenpunkt ca. 3.500 Euro und dann war alles raus, so wie man jetzt hier sehen kann. In der Zwischenzeit haben wir aber auch schon einige Sachen noch Unterputz hier neu gemacht. Hier zum Beispiel ist das Wasser, Rohinstallation, Unterputz komplett neu und auch die Elektrik ist komplett neu und auch so das Pissoir hier haben wir installiert für die Bauarbeiter. Genau, das Elektrik ist neu. Und hier auch die Heizkörper haben wir neu gemacht. Hier haben wir schöne, glatte, weiße Heizkörper. Ich mache nochmal ein Video am Ende, wenn die Wohnung fertig ist, weil jetzt möchte ich die Folien so nicht abmachen. Haben wir schön hier die Wasserleitung, die vom unten kam, aus der Wand rauskommen lassen. Jetzt ist natürlich ein hochwertiges Detail, wenn man drauf schaut, keine Leitung mehr ersichtlich. Ist nice, kostet alles extra. So, Sachen, ja. Hier ist der Eingangsbereich, großer Flur mit der Speisekammer. Hier kommen auch neue Türen rein, haben wir auch das hochwertigste bestellt, was es gibt. So stumpf einschlagende Holztüren, kostet eben ca. 1000 Euro pro Türe ohne Einbau, also extrem, extrem hochwertig und teuer. Hier der neue Elektrozählerkasten, alles neu, so wie man sich das wünscht, wenn man sich eine Wohnung kauft, genau. Hier das Speisekämmerchen, steht auch schon der Handtuchheizkörper fürs Bad. Schlafzimmer. Hier haben wir auch zwei nette Details eingebaut und zwar hier zwei schöne so Top- und Bottom-Leuchten. Ich weiß nicht genau, wie das Fachwort heißt. Sieht auf jeden Fall geil aus. Kann man hier schön neben dem Bett, wenn man das Bett so an die Wand stellt hier. So. Kann man hier schön die Leuchten anmachen, die leuchten dann nach oben und nach unten und es sieht dann richtig, richtig geil aus. Hier auch wieder ein schöner flacher Heizkörper und auch die Leitung aus dem Estrich in die Wand gelegt. Jetzt gehen wir zum nächsten Raum. Jetzt herzlich willkommen im Badezimmer. Hier wird es richtig, richtig, richtig edel und zwar kommt hier Handtuchheizkörper hin. Hier in die Wand. War vorher keiner drin, haben wir auch neu herlegen lassen, die Leitung. Hier ein Waschtisch mit Unterputzarmaturen. Es gibt auch so bei den Armaturen so zwei Levels. Also einmal die aus dem Wasserhahn rauskommen mit einem Loch im Waschbecken, Hahnloch im Waschbecken oder die Unterputzarmaturen. Das ist dann quasi der Anmacher hier an der Wand. Und das ist dementsprechend schon deutlich hochwertiger und sieht auch viel geiler aus. Hier werden wir so Marmorfliesen nehmen, Marmoroptik mit schwarzen Armaturen und das sieht richtig, richtig nice aus auf den Bildern und auch in der Ausstellung, in der wir uns das ausgesucht haben, weil das ist schon so over the top, um das mal so auszudrücken. Hier abgehängte Decke und ein Deckenauslass mit Regendusche, da oben wird dann die Dusche rauskommen. Schöner Regen hier, genau. Hier kommt eine Glaswand hin und man kann schön von hier aus die Dusche anmachen, dass man checken kann, ob die Temperatur passt, ohne nass zu werden. Und ja, das sind so die Features hier. Hier hinten dran läuft die Leitung nach oben, haben wir eine Vorwandinstallation gemacht, weil dahinter ist eine Brandschutzwand und da darfst du keine Schlitze klopfen. Deswegen haben wir das einfach so gemacht jetzt. Und dementsprechend sind wir hier auch regelkonform unterwegs. Also hier ist die Toilette extra. Für manche Leute ist es kein Problem, Bad und Toilette, aber manchmal schon besser, wenn es extra ist, je nachdem, was man gegessen hat. Hier kommt auch Waschbecken hin, wieder mit Unterputzinstallation.
Hier auch komplett Marmorfliesen bis zur Decke. Toilette hier. Extra Wasseranschluss hier. Also das Bad hat einen extra Wasseranschluss und die Ding drüben auch die Küche mit jeweils Warmwasser- und Kaltwasserruhe. Hier ist ein Unterputz-Klokasten. Dafür bauen wir immer Geberit Unterputz-Klokästen, keine Werbung. Die sind einfach am angenehmsten einzubauen. Die gibt es übrigens auch, ein kleiner Lifehack für Waschbecken. Kann man auch so einen Unterputz-Waschbeckenkasten einbauen. Und die gibt es auch wieder mit entweder Wandauslass oder mit Tierauslass. Wenn man den Auslass aus dem Waschbecken hat, kommen hier so zwei Eckventile raus. Aber das ist oft noch so. Aber wenn ihr das seht, im Vergleich zu dem anderen Mist, könnt ihr euch immer sicher sein, das ist viel teurer und hochwertiger. Und wenn ihr die Wahl und die Möglichkeiten habt, macht einfach einen Wandauslass. Das ist im Verkauf geiler. Langfristig gesehen, in 20 Jahren oder so, ist es mit den Eckventilen geiler, weil da kannst du einfach die Eckventile und den Hahn ohne Probleme tauschen. Hier ist es ein bisschen schwieriger, Reparaturen vorzunehmen. Da muss man sich bewusst sein, ja. Aber wenn man das regelmäßig benutzt, ist kein Problem. Nur wenn es halt ewig mal leer steht oder so, kann es ein bisschen Probleme geben in 20 Jahren. Aber klar, 20 Jahre ist eine lange Zeit. So, letzter Raum. Im Wohnzimmer sind wir angekommen. Herzlich willkommen im Wohnzimmer. Hier liegt so ein bisschen Material noch. Das meiste ist schon verbaut. Genau, hier wird noch ein sehr hochwertiger Parkett verlegt. Eiche, Echtholz, geölt haben wir. Und kostet 70 Euro pro Quadratmeter. Ich habe hier, man sieht schon ein bisschen was da, war noch auf der letzten Baustelle übrig, haben wir schon direkt hierher gebracht. Genau, ist ziemlich hochwertig, schwimmend verlegt wieder. Und wieder ein hochwertiger Heizkörper, schön die Leitung hochgezogen. Und Innenputz kommt noch drauf. Machen wir einen Rauputz drauf, genau. Und was auch noch ein Highlight ist von dieser Wohnung, wirklich ein Highlight, muss ich einfach so sagen, ist die Aussicht. Unverbaubar in Gartengegend und alles schön grün vom Fenster. Der Gipser wird sich freuen, wenn ich jetzt eine Luke in seine Folie mache. Aber wir können nicht rausgehen. Aber ich zeige es mal. Guck schon mal durch. Ja, und jetzt habe ich so ein bisschen was auch zu den Kosten schon gesagt. 3.500 entkernt, Heizung war. Ich habe jetzt die Angebotsweise nicht hundertprozentig im Kopf, also nagel mich nicht drauf fest, so ca. 2.000 Euro. Elektrik haben wir selbst verlegt und dann nur verkabeln lassen. Das ist auch so ein Trick, wo man ein bisschen Geld sparen kann. Nimmt im Auto dem Elektriker die Arbeit ab, die nicht so gerne machen. Also wir bereiten immer alles vor selber und am Ende kommt dann der Elektriker und schließt es einfach nur noch an. Wasserleitung haben wir auch in Eigenregie teilweise gemacht, ja. Und am Ende kommt halt einer und checkt es nochmal ab und nimmt es quasi ab. Da haben wir uns eingedeckt mit Materialien, um das selber machen zu können. Alles geht nicht. Manchmal gibt es ein paar Spezialverbindungen oder so, die ein bisschen tricky sind. Und da muss man dann schauen. Was jetzt hier noch passiert in der Wohnung ist, nächster Schritt wird Fliesen legen im Bad. Kostenpunkt sehr hoch, weil es sind große Fliesen und bis zur Decke kostet ca. 4.000 Euro. Nur das Fliesen verlegen plus Material, das auch nochmal ordentlich kostet. Dann wird der Innenputz angebracht, hier komplett in der Wohnung gestrichen. Dann Trittschall, Parkett, Türen und Bad-Sanitär-Endinstallation, also Waschbecken anbringen, Klo und so weiter. Die Küche kommt noch rein. Die Highlights hier sind so schwarze Elemente, also schwarze Armaturen und auch die Küche wird schwarz mit einer Holzplatte wahrscheinlich. Und ich zeige euch die Wohnung, wenn sie fertig ist. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu dieser Wohnung hier, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Im nächsten Video, wenn ich euch zeige, wenn die Wohnung fertig ist, gehe ich auf die Fragen ein und kann vielleicht auch noch mal ein paar Tipps und Tricks zu den Kosten, dass ihr schön günstig wegkommt mit einem hochwertigen Ergebnis, mit einem möglichst hochwertigen Ergebnis. Weil die Wohnung wird deswegen so hochwertig saniert, das ist selbst im Neubau eigentlich kaum zu haben, so die Qualität, die wir jetzt hier abliefern werden, werdet ihr sehen am Ende. Und also nicht am Ende von dem Video, sondern am Ende vom nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mich das wissen, dann mache ich öfters solche Art von Videos. Und wenn ihr noch irgendwas anderes wissen möchtet rund um die Immobilie, dann lasst mich das wissen, dann gehen wir darauf ein.